Ja, bei 27 Grad im Schatten so ungefähr fühlt sich's an für uns. Genießen wir die Kühle unserer Wohnung. Räume hier, unserer Wohnung. Ist fast wie in den früheren alten Almhütten, wo wir heute waren, im Freilichtmuseum. Da war es auch überall angenehm kalt drin, ne? Dieses Holz Angenehm hält die kühl, Hitze raus, ja. angenehm kühl. Das waren schon beachtliche Bauweisen, die im Winter warm für eine ausreichende Wärme anscheinend gesorgt haben. Und im Sommer haben wir es jetzt wirklich, also es war heute der erste Tag mit 28 Grad. Und das im Walde, im Auto waren es dann 35. Ja, das haben die schon gut hingekriegt. Da kann man wirklich nur dem Holz Respekt zollen. Respekt nicht, wir sagen alle Achtung. Dem Holz und auch natürlich auch dem Elementen wie dem Wasser. Wir haben ja diverse Wassermühlen da auch Ja. gesehen und einer ist besonders beeindruckend, die in dem Die Sägewerk, Sägemühle, die ja. über so ein verzweigtes Radsystem, Zahnrad, ja. Zahnradsystem letztlich dann eine Säge antreibt, die immer auf und ab geht. Oder ein bisschen Strom. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also insofern hat diese Reise in die Vergangenheit, ja, wie sagt man denn, lässt uns das, was wir hier an Bequemlichkeit haben und genießen, auch noch mit einer größeren Dankbarkeit wahrnehmen, ne? Ja, und aber ja, oder man kann natürlich, also ich fand es auch sehr angenehm, diese Ruhe, die dort Das herrschte, war oder himmlisch, dem ja. Wasserrad zuzusehen, was ja, Das war sehr beruhigendes das war sehr Geräusch. beruhigend. Kein Gekreische von der Säge, Genau. Motorsäge, ne? Und dann, ja, es war sehr meditativ. Auch wie diese Zahnräder dann ineinander griffen, wie sie sich das so alles so ausgedacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dann, da müssten wir uns vielleicht dann doch mal informieren, ob dann die Säge, was die jetzt für eine Kraft hatte, ob die dann wirklich alles so durchsägen konnte oder. Naja, also genug Sägespäne lagen rum, also irgendwas wird sie gemacht haben. Aber auch die kleinen Gärten, das war so liebevoll angelegt, ne? Was wir da haben uns anschauen können. Und eins hat uns ganz besonders gefallen, da standen so viele Töpfe mit den verschiedensten Sachen an der Südseite vom Haus. Das sah richtig einladend aus, ne? Das So. sah richtig einladend aus. Sowas könnte man auch hier an so einer kleinen Seite da von uns eventuell machen. Ja, Haben wir ja. schon gedacht. Genau. Und dann dieser alte Gemischtwarenladen, das war ein Dazu Hochgenuss an gucken. Erinnerungen, Da waren noch ne? solche Gläser, solche Bonbongläser. Ich bin auch als Kind oft zu so einem Krämerladen gegangen, wo man sich so einzelne oder zwei Bonbons dann kaufen konnte. Oder Lutscher oder Lolli oder sowas, was man heute alles Oder nicht mehr kann. Stifte und Streichhölzer und Aber leider, Schiefertafel. genau, aber leider gab es in den Laden dann auch nur so Neumodischen neumodisch Krimskrams. sagen, neumodische Riegel, Schokoladenriegel und so. Das fanden Passte wir ein bisschen nicht, ne? schade, ne? Also Ja. dass sie da nicht irgendwie ein bisschen mehr so auf Nostalgisches. Ja, die hätten es jetzt nicht verkaufen dürfen, wenn es nicht abgepackt gewesen ist, ne? Ja. Nee, es war Na, aber. man hätte noch mehr draus machen Ja, können, ne? genau, hatte ich schon gedacht. Also in so einem Laden hätte ich dann auch gerne stehen. Also so eine uralte Kasse da auch noch. Ja. Das war schon Nostalgie pur, ne? Nostalgie pur. Ja, und dann so alte Schachteln von Hansa Plast und Nivea Nivea und und Kaffee Persil und und Kaffee Waschpulver, ja. was es alles in so einem Tante-Emma-Laden gab. Naja, wir haben das, also wir haben beide das noch so miterlebt, ne? Die großen Milchkannen, ne? Das, jo. Und dann wieder das Kontrastprogramm in diesem Museumsshop. Da ist Ja. dann wieder alles Schnieke und Etepetete und unbezahlbar für Ja. unser Budget, für unsere Verhältnisse. Das stimmt.
Also am besten hat mir dann hat es mir auch so gefallen, da wo da war so eine kleine Köhlersiedlung aus drei Hütten gebaut, dort wo der Köhler wohnte und dann wo der Köhler, wie nennt man das, auch diese Brand, wo der dieses Holz verkohlte, Die, ne? die, achso, die, das Rindenhäuschen Das da, gefiel mir ne? für die Mitarbeiter, ne? Ja. Das war aus Wald, aus Waldrinden war das Dach gedeckt. Und während der Mit Zeit, Moos wo sie da mit Moos bewachsen. bewachsen, während sie da mitarbeiteten, schliefen sie da drin, aber ließen das da ja einfach stehen und gaben es quasi an die Natur zurück und es ist dann zerfallen. Und die Barbara hat dann, das war auch sehr schön, auch so eine kleine Eidechse entdeckt, die da noch rumlief, Rumhuschte, ja. so einem Steinunterbau. Ne? Ja, Da hatte ja. die sich gemütlich gemacht, glaube Ja, ich. die brauchen ja auch so warme Habe ich auch Stellen. schon lange nicht mehr gesehen, so eine Eidechse. Ja. Ja, so Schmetterlinge haben wir noch gesehen. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Wiesen eher unsere monotonen Artensterben wiedergespiegelt haben, als so eine Vielfalt an Pflanzen. Vielleicht, Hielt sich im Rahmen. ja. Also, ja, da habe ich noch schöne Erinnerungen so an, mit Kornblumen und ja, auch mit Disteln und so. Das war dann eigentlich eher so eine gepflegte Rasenkultur. Naja, und wir haben es bis zur Mitte in etwa geschafft, wo dann dieses Restaurantbetrieb war. Das hat einem nicht von Hocker gerissen. Nee, Das war keine Atmosphäre, ne? wir waren froh, dass wir uns auch ein bisschen eingesteckt hatten und haben auch nur eine Kleinigkeit dann gehackert, das Konsumiert, konsumiert, wie es ja. war. Musste ja dann natürlich auch draußen, nach 50 Meter Abstand, haben wir ein schönes Plätzchen gefunden in der Nähe eines Brunnens, der plätscherte dann vor sich hin. Aber Fazit, dass wir waren, naja, als wir zurückkamen, haben wir doch heute Nachmittag recht erschöpft. Ich Ja, glaube, wir so. hatten zu wenig getrunken. Wir haben nur eine halbe Flasche Wasser getrunken. Das ist viel zu wenig für zwei. Wir Ja, hatten immer noch eine halbe Flasche ein also bisschen Kaffee, das Kaffee und das war's war es da. schon. Das war zu wenig. Da braucht der Körper mehr. Und das ist so ein Muss. Das muss ihm dann gar nicht, auch wenn du keinen Durst hast, das muss ihm einfach Also zugeführt bei werden. den Hitze und Oh. dem Sauerstoff, den wir da getankt haben. Also es hat uns gut getan. Ralf hat jetzt auch die Jahreskarte für das. Für alle Museen des Ja. Johanneums, also Und die. wir werden da sicherlich nochmal hin. Also so 30 Minuten Anfahrt für wirklich für so eine angenehme Auszeit, das Das kann man hat uns machen, schon da getaugt. zu sitzen, vielleicht nicht mehr, wenn es ganz so warm ist, wenn es angenehm warm ist, Ja, vielleicht so ja. 20, 21 Grad, haben wir gesagt, aber 27, Das brauchen das wir auch immer. brauchen wir dann auch nicht, dass Also, wir das war jetzt. unser Start ins Freilichtmuseum. Gut. Baba! Baba.